So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir zwei ziemlich krasse Level, wie ich finde, gespielt. Einer mit dem Propeller, einer mit dem SMB2-Pilz. Und jetzt gehen wir in den Forest Tower von Airmade rein. In der Hoffnung, dass der nicht irgendwann mal in seiner Welt landet und wir die Welt dann auch so spielen können. Aber sonst spielen wir halt ein Level doppelt und dreifach. Dann ist es halt so. Weil das wäre natürlich mein Ziel, dass wenn ich eine Welt von dem Spieler spiele, dass da nicht lauter Level sind, die ich schon kenne und ein oder zwei dann neu sind, dann würde ich die Level halt einzeln lieber spielen und nicht im Rahmen der Welt. Ne? Wir haben ja auch festgestellt, die Welt, es ist jetzt mit dem Leben und so weiter nicht so krass, dass man die wirklich am Stück spielen müsste. Man kann die Level im Prinzip auch einzeln spielen. Es ergibt also wirklich nur Sinn, wenn man die Level überhaupt noch nicht kennt. Dann ergibt es Sinn, das als Welt zu spielen. Ansonsten ist es ein bisschen, ja, überflüssig. Nichtsdestotrotz ist es eine coole Idee, das Ganze als Welt zu haben. Gar keine Frage. Aber wir haben noch bisher viel zu wenig von Airmade gespielt. Der baut echt coole Level. Aber wie gesagt, eben weil es halt so ein ganzes Weltenkonzept bei ihm ist und er das auch wie Welt aufbaut, habe ich mich da bisher ein bisschen zurückgehalten. Und habe halt überlegt, ob ich irgendwann mal dann ein paar Videos zu Airmade mache. Und jetzt hat er die Möglichkeit, das Ganze tatsächlich als Welt zu machen. Das ist der Gedanke dahinter. Das war schlecht. Wait. Mir gefällt das hier nicht, dass ich hier... Ach so. Errib. Ich hab's erst nicht gerafft, jetzt habe ich's gerafft. Boom! Das war's komplett. So. Dann halt so. Yay. Oh. Bin ich gerade erschrocken, weil ich das nicht gesehen habe. Oh mein Gott. Mein Herz. Eieieiei. Mein Herz. Uff, genau. Ja, wie gesagt, ne? Hier, aber er hat halt schon bis 9 gebaut. Das ist das Problem. Er kann alles, was er gebaut hat, kann er gar nicht in eine Welt reinpacken. Vielleicht spielen wir trotzdem irgendwann mal seine Level einzeln. Okay. Aber erstmal mit den einzelnen Leveln weiter. Ich glaube, in so ein Level gucken wir halt nur kurz rein, weil alleine, wenn ich das schon wieder lese, 0,81%, sehe ich mich nicht darin. Aber wir gucken halt mal rein, was man machen muss. Weil alleine die Level-Ideen ja schon cool sind zu sehen. Oh. Das müsste aber Fallschirme sein, sonst würde das ja nicht funktionieren. Yo. Yo. Sind es... Muss man alle oder... Okay, mindestens. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie viele Münzen es hier gibt. Ah, shit. Ich darf die Taste nicht drücken. Die Dings-Taste. Wenn ich da drin wieder landen will. Ja, so ist es viel besser. Das war schlecht. Gib mir den. Das war auch schlecht. Jetzt habe ich es nicht aufgesetzt, weil ich es wieder in die Hand genommen habe, weil ich wieder die Taste gedrückt habe. Okay. Das sieht eigentlich ganz cool aus, das Level, ne?
Oh, ich wollte die ja jetzt eigentlich nicht wegschicken. Besser wäre es, gleich am Anfang so viele Shells wie möglich zu nehmen. Oh, den kann ich mir ja aufsetzen, den Hut. Den kann ich mir ja aufsetzen, den Hut. Dann bin ich ja von überall geschützt, theoretisch. Gib mir den! Mist! Also wenn ich die beiden habe, müsste ich doch erstmal safe sein. Das wäre jetzt erstmal mein Ziel. Groß sein und den Knochenpanzer und oben den da. Nice. Jetzt kann mir doch erstmal das alles hier nichts anhaben. Ja, wenn ich halt dumm bin, dann natürlich schon. Und wie soll man denn da unten rankommen? Yeah, okay. Oh, okay. Da gibt es dann ein paar mehr Münzen, wenn man sich gut anstellt. Oh, jetzt gibt es einen Feder. Feder, sag ich schon. Ja, das war das. Ah, ich sehe schon, es wird wahrscheinlich sehr schwer, 100 Münzen zu sammeln. Wait! Hier gibt's richtig viel Stuff. Und ich bin tot. Da gibt's richtig viel Stuff-Münzen. Okay, cool. Cool, 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 cool. Wir fahren das mal weiter. Die Frage ist halt, wie viele Münzen braucht man? Von denen, die hier rumfliegen. Aber wenn ich am Anfang gleich einige mitnehme, ist es ja sicherlich nicht. Mist! Oh, jetzt ist alles wieder vorbei. Ah, da ein bisschen aufpassen. Einfach ein bisschen besser aufpassen. Das ist nicht so schwierig bisher. Und durch das Feuer kann ich mich ja eigentlich, wenn... Durch das Feuer kann ich mich ja eigentlich, wenn ich in so einem Ding bin, auch einfach durch... reicht die Zeit dafür aus, ist die Frage. No, tschüss, Pilz. Alles haut ab vor mir. Alles haut ab. Bin traurig. So, aber die Münzen sind relativ safe zu holen. Shit! Ah, ich sollte das nicht über die Säge machen. Ich sollte das nicht über die Säge machen. Ich würde gerne das Level ein bisschen probieren. Ich würde das Level tatsächlich gerne jetzt ein bisschen probieren. Ich hoffe, ihr seid da dabei. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht probieren, wenn da gestanden hätte... Keine Ahnung, sammle alle. Mist! Wait, den kriege ich wieder. Wenn da gestanden hätte, sammle alle... Münzen ein, weil so kann ich halt zumindest mal ein bisschen was probieren. Ah, das war nix. Ah, das war jetzt schon wieder... Teilweise ziemlich blöd, was ich hier gemacht habe. Okay. Und hier meine ich jetzt, ne, hier kann ich jetzt theoretisch einfach mal den hier machen. Nice. Oh, jetzt kommt das Ziel. Jetzt bräuchte ich 100. Ja, okay. Ja, okay. Ist halt die Frage, 40 mehr. Nee, okay. Aber da, jetzt haben wir das gesehen. Das war, was ich wollte. Jetzt haben wir das gesehen. Da muss man wahrscheinlich doch sehr viele mitnehmen. Aber es stand halt mindestens dort. Das heißt, es sind vielleicht 102 Münzen. Keine Ahnung. Man muss scheinbar schon sehr viele mitnehmen. Schreiben die Kommentare dazu irgendwas. True. True. Das ist eigentlich eine coole Idee. Aber vielleicht soll das Teil der Schwierigkeit sein. Ich weiß es nicht. Okay. Spike Storm Subterrane. 2%. Scheint also machbar zu sein. Wir gucken mal vorsichtig rein.
Schreine scrollt. Okay, da muss ich vorher runter. Okay. Das heißt aber, ich muss wirklich... Ja, okay, ja gut, das ist ja kein Thema. Alles klar. Das heißt, es muss auch scrollen, sonst würde das gar nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Mit dem Timing und allem, was man machen muss. Oh boy. Nein! Natürlich, genau vom... Sauer. Now vom Checkpoint, wie immer. Wie immer. Warum auch nicht mal andersrum? Ah, es kann doch nicht wahr sein. So, mach dich weg. Das war nicht, was ich wollte. Oh, wait, der bleibt da hängen. Dann habe ich da ein bisschen mehr Zeit. Okay, okay, der bleibt da hängen. Ist auch logisch. Okay, aber bis zum Checkpoint ist es schon mal machbar. Das ist ja schon mal gut. Ja, jetzt hat es nicht funktioniert, wie ich das wollte. Es muss wirklich ganz unten sein, das Viech. Dann kann man drauf springen. Sonst eher nicht so. Wie ihr gesehen habt. Aber ihr wisst das selbst, ihr seid ja alle Mario Maker Spieler. Eher muss man mir was erklären, als ich euch. So. Okay, ich hab Zeit, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Oh, wait! Kann ich vielleicht? Nee. Ach, nee, keine Chance. Oh, Mann! Diese letzte Stelle. Wenn ich eins eher hier hochgehe, habe ich viel mehr Zeit. Perfekt. Perfekt. So ist es wahrscheinlich auch gedacht. Gut. Muss mir keine Gedanken mehr drum machen. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt scrollt es nach unten, natürlich. Warum denn auch nicht? Oh boy! Warten? Nicht warten. Kleiner Sprung. Ich sehe mich schon wieder direkt vorm nächsten Checkpoint sterben, ne? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mache ich das denn? Wahrscheinlich weniger hektisch. Oder sogar schneller. Ich versuche mal schneller durchzukommen. Jetzt bin ich deutlich schneller. Aber jetzt sehe ich halt nichts, okay? Da muss ich vor denen auf jeden Fall runter. Jetzt sind die gestorben und jetzt habe ich hier kein Problem mehr. Okay. Das war deutlich einfacher gemacht. Oh boy, jetzt muss ich den erwischen. Uff. Aber das erklärt die Stelle. Das ist gut. Wenn ich die da unten kille, dann habe ich damit kein Thema. Das hat beim ersten Mal so krass gewirkt, weil ich halt zu langsam war. Ich wollte gerade sagen, der kommt gleich hochgekrabbelt. Aber den würde ich schon gerne umgehen. So, jetzt haut's wieder hin. Jetzt komme ich. Nein, jetzt habe ich ihn. Ja, ich lasse ihn rumlaufen. Es hilft nichts, ich muss es so machen. Und jetzt kill ich die weg. Perfekt. Genau so ist es gedacht. Wunderbar. Funktioniert.
Ja, dann ist hier kein Thema. Jetzt muss ich nur hier... Okay, aber jetzt ist neu. Bisschen Zeit habe ich. Okay, passt. Kommt da was runter? Ah, es hört auf zu scrollen. Nice. Okay, jetzt hier nur ein bisschen aufpassen noch. Hoch drücken. Rein da. Puh. Checkpoint. Okay, cool. Gut, dass der Checkpoint da war. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. So, jetzt aber. Gar ist das eklig. So, jetzt laufe ich einfach mit denen vor. La 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 la. Okay. Ciao. Und das sieht aus wie der letzte Abschnitt. Wenn ich mich nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Was? What? Wie mache ich das denn? Das mit den Goombas hat gerade komplett richtig, komplett nicht richtig gewirkt. Uff. Aber ich komme da nicht viel schneller hin. Ich bin jetzt schon da. Ach so! Ja, moin. Nicht da oben durch. Okay. Ich dachte, ich muss da oben durch. Muss ich nicht. Ups. Also kleine Sprünge über die Goombas machen. Eieiei. Okay. Ist immer gut, wenn eine Stelle, von der man gerade dachte, oh mein Gott, plötzlich zu... Ach so, geht das. Wird. Das ist immer ganz angenehm, wenn das passiert. Uff. Weil dann ist so ein bisschen Anspannung schon mal weg. Wenn man nicht denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, wie mache ich die Stelle? Wenn ich wieder bei der Stelle bin, weiß ich wieder nicht, wie die Stelle geht. So, dann weiß man es nämlich plötzlich doch. Ja, dann sollte man halt beim letzten nochmal hochspringen. Das wäre schlau gewesen. Leider war ich nicht schlau. Ich wollte gerade sagen, irgendwann sterbe ich noch an dem da oben. Allein, dass ich es gedacht habe, war schon der Fehler. Es hat jetzt... Oh Mann, es hat zwei, dreimal funktioniert. Jetzt verliere ich dadurch wieder Zeit. Das ist doch doof. So. Jetzt bin ich fast in den zurückgedrückt. Okay. Hops und hops. Und... das war erstaunlich knapp. Ich weiß gar nicht, warum. So. Jetzt einfach bei dem... hier keinen Quatsch machen. Nein! Das sieht nach Ziel aus! Das sieht nach Ziel aus! Ah! Das gibt's doch nicht! Ach, komm schon! Das sieht aber halt echt nach Ziel aus. Ah, der Tod war gerade wieder so dämlich einfach. Aber komplett dämlich war der wieder. Die Goombas nochmal machen. Ich weiß zwar, wie sie gehen, aber sie sind halt trotzdem nicht angenehm. Das wirkt auch jedes Mal knapper jetzt, ne? Okay. Sehr schön. Eigentlich kommt doch jetzt nichts Schlimmes mehr. Die Stelle hier ist doch nicht schlimm. Ich muss doch nur diesen blöden
On-Off da oben erwischen. Danke. Und jetzt kommt das Ziel. Sag ich doch. Oh, meine Nerven. Das hätte ein bisschen schneller gehen können. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Aber geschafft ist geschafft. Puh. Sehr schön. 20 Minuten. Eins oder zwei können wir uns noch angucken. Damit hören wir auf. Das ist Devori. Damit hören wir auf. Es sind aber halt... Ah, es sind noch zu viele. Gerade die Frank-Level werden ein bisschen dauern. Wir gucken uns mal How to Enter a Door an. Ich glaube, das ist kurz. Weiß es nicht. Eine Minute zeigt es an. 2%. Schauen wir mal, was man hier tun muss. Ah. Ich nehme an, ich brauche alle. Oder geht's schon? Ich weiß es nicht. Einen mindestens noch. Okay, jetzt müsste es gehen. Nice. Die Door ist da oben. Was ist hier in der Röhre? Oder ist es Reset? Ah, es ist Reset. Okay, alles klar. Ja, super. Also 4 brauche ich. 2 kann ich runterpfeffern. Gut, wir springen also nicht da dagegen. Wir verschieben ihn so. Was macht der? Der schiebt ihn runter. Der zieht rüber, ne? Der geht eins hoch. Was macht der? Ah. Verstanden. Nee, nicht wie ich wollte. Ah, zu bald. Okay. Ah, shit. Jetzt bleibt er da hängen, ne? Oder geht er nochmal ganz zurück? Okay, er geht ganz zurück. Yes! Jetzt ist er da, wo ich ihn haben will. Und jetzt kann ich auf ihn drauf und dann zieht er mich zur Tür rüber. Sehr schön. Okay, es ist, glaube ich, anders gedacht, als ich es jetzt baue, aber es funktioniert so auch. Das funktioniert so auch sehr gut. Sag ich ja. Muss ich die jetzt alle... Oh ja, ich muss die mitnehmen, ne? Die Frage ist aber, wohin und wie und... Ja, so nicht. Wahrscheinlich muss ich schon bauen, während ich mit dem Ding fahre. Das ist jetzt die Frage.
Muss ich auf dem Swamp schon bauen, während ich fahre? Dass ich die schon stapel, oder kann ich die erstmal nur... Ah, shit. Und brauche ich alle, ist die nächste Frage. Weil ich wette, am Ende muss ich, fährt er einfach an der Tür vorbei. Ja, so viel dazu. Ich muss die also direkt stapeln. Okay. Es war ja fast zu erwarten. Komm mit! So, eine noch. Ich brauche nicht alle. Die reichen. Nein, die reichen nicht. Ich brauche alle. Shit. Verdammt. Ich brauche alle. Oh no. Alle sind mir eine zu viel. Nein, nicht neu, nicht Neustart. Neustart ist dumm. Tod ist gut, Neustart ist dumm. Nein, den nimm's doch nicht wieder mit, Mensch. Du bist doch so ein Dummer. Boah. Alter. Weißt du, Mario, manchmal könnte ich dich einfach nur. Das war nicht so gut. Ich, oh, nee! Ich habe nicht die Zeit, die jetzt wieder zu positionieren. Ah. Ich muss die wirklich direkt, die müssen direkt, ich kann es nicht nachher noch machen. Die müssen direkt passen. Puh. Okay, mitnehmen, drauf fallen lassen, perfekt, und jetzt nur noch die... Yes! Nee! Das muss ja passieren. Alter. Ne? Nein. Nein. Ich hatte alle fünf. Das dann noch draufkommen ist tatsächlich nicht so simpel, wie es scheint. Alter! Lass die Box los, Junge. Es ist halt echt, ne? Man rutscht halt einfach nochmal runter. Ah! Come on. Beim ersten Mal war es noch lustig. Jetzt wird's zur Last.
Aber ich habe jetzt eine gute Strategie, um den Turm ordentlich zu bauen. Klappt auch fast jedes Mal. Komm, vorsichtig. Yes. Bitte zerquetsch mich. Nee, oh mein Gott. Ey, der hätte jetzt sonst was mit mir machen können, ne? Eieieiei. Shish. So. Hat doch wieder eine ganze 10 Minuten gebraucht für den Kram hier. Also, bleiben noch 1, 2, 3, 4 und dann das Devori-Level. Weil damit möchte ich dann das Ganze abschließen. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss.